Es ist soweit, meine Lieben. Räumungsabverkauf bei Barth Performante. Soweit ist zum Glück noch nicht. Wir machen mobilen Einsatz und dann nehmen wir natürlich den ganzen Haushalt einmal mit. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube, ihr kennt das Spiel, wenn man einmal unterwegs ist. Hat man zwar alles im Kopf, aber nachher nur die Hälfte dabei. Dampfer, Blower, Polierpads, Poliermaschinen, Lappen, Beschichtung und so weiter. Für ein riesengroßes Projekt. Schauen wir uns mal gemeinsam an. Ihr kennt das Spiel, wenn wir mobil beim Einsatz sind. Zack, und schon sind wir da. Wie gesagt, ein wenig größeres Projekt Wohnmobilversiegelung. Der eine oder andere kennt diesen Ort und weiß, dass wir schon mal ein Fahrzeug hier versiegelt haben. Diesmal machen wir einiges anders. Wieso, weshalb, warum, sprechen wir in diesem Video. Allerdings schauen wir uns dieses große Prachtstück erstmal gemeinsam an. Also um den komplett drauf zu bekommen, muss ich auf jeden Fall ganz weit in die Ecke rein. Schickes Fahrzeug, ohne Frage. Bevor wir hier irgendwas starten, starten wir erstmal unseren Dampfer. Kunde hat das Fahrzeug einmal vorgewaschen. Allerdings, ihr kennt das Spiel, vorm Polieren und Co. Staubschichten entfernen. Hier sind auch noch ein paar Anhaftungen drauf. Deswegen dampfen wir den Kollegen hier einmal damit durch. Schnappen wir unser Lämpchen hier vorne. Hat der Kunde die Front einmal lackieren lassen. Also diese Haube, weil er den Streifen nachlackiert hat. Sieht auf jeden Fall auch richtig passig zu den Seiten aus. Vorher war hier wohl so eine schwarze Folie drauf. Hat nicht ganz so stimmig ausgesehen. Wie sieht die Lackierung aus? Und da muss ich sagen, ja, die sieht nicht ganz so stimmig aus. Seht ihr diese ganzen Swirls? Egal ob Silber, Gold oder Weiß, das sieht abenteuerlich aus. Aber deswegen sind wir da. Hier unten, da haben wir das GFK mit. Schreibt es wirklich mal in die Kommentare. Mich würde es interessieren. Ich bin der Meinung, dass da auch Gelcoat drauf ist, wie auf dem Boot. Aber hier sieht man auch Hologramme in der Front drin. Also der Lackzustand, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht nicht ganz so überzeugend aus. Deswegen haben wir den Dampfer dabei. Wir können hier richtig schön in diese Kanten überall reinarbeiten. Zeigt es mir, wenn ich den großen nicht komplett auf die Kamera kriege. Aber hier sieht man es auch wieder. Wir haben hier zum Beispiel Insektenanhaftungen dran. Können wir wunderschön mit unserem Dampfer entfernen. Schaut euch mal die Front an. Und ab dieser Dichtungsfuge sehen wir, dass da ein Glanzunterschied schon mal drin ist. Liegt daran, dass die Seite hier foliert ist. Über dieses Thema unterhalten wir uns gleich mal. Wir werden uns nämlich beschichtungsmäßig auf die Front reduzieren. Hier sieht man es auch an den Seiten, dass das Ganze ein bisschen stumpfer ist. Was wir hier auch sehen, ein paar Kalkflecken und Co. Die wurden hier nochmal nachträglich verspiegelt. Eckbereich, selber Thema. Das ist hier auch wieder lackiert und das Ganze ist foliert. Was man auch immer bei Wohnmobilen hat, was sich nicht vermeiden lässt, schaut mal hier, diese lästigen Streifen, die hier überall runterlaufen. Auch mit Beschichtung wird man das haben, man wird es einfach nur leichter runterbekommen. Trotzdem kennt ihr das Spiel mit dem Einfressen. Man muss sich trotzdem darum kümmern, das Ganze abzuwischen. Und hier sieht man dann wieder den Unterschied. Hier kommen wir in den lackierten Bereich und da muss ich echt sagen, eieiei. Das muss ja hier mit Lammfell einmal rotativ poliert worden sein, weil das ist echt kein, überhaupt gar kein schönes Finish. Und das wollen wir ändern. Tino, was hast du denn hier gekauft? Doi, oder? Oh, die Seiten auch, alles, was lackiert ist. Yep. Nichts mit schnell mal Finish fahren und beschichten. Sieht auf jeden Fall abenteuerlich aus. Schnappen wir uns mal die PXE, mal einen kurzen Testpot. So. Die Front ist hier einmal nachlackiert, also sprich, das ist auch wie ein normaler Autolack. Mal an der Seite noch einen kurzen. Okay, nicht okay. Ach Leute, ey. Fast North. Wie gesagt, wir haben hier überall verschiedene Materialien. Motorhaube ist richtiger Lack, weil es nachlackiert wurde. Gucken wir uns mal an, ob wir hier mit einer One-Step hinbekommen würden. Man sieht auf jeden Fall einen ganz, ganz klaren Unterschied vom Lichtpunkt her. Aber was wir auch sehen, leider, da sind sie. Die Längskratzer. Die sind schon ein bisschen tiefer. Was ich jetzt aber auch schon gesehen habe, schaut mal. In dem Licht, ich hoffe, man kann es erkennen. Ganz schöne, fiese Längskratzer überall drin. Also, den Autolack, der wird auf jeden Fall mehrstufig poliert. Hoffen wir mal, dass der Lacker uns genug draufgelassen hat. Und jetzt gehen wir mal an die Seite. Alles voll mit Hologramme und vor allen Dingen, die müssen mit Fell poliert haben. Weil schaut mal, wie tief die hier reingehen. Hier unser One-Step-Test-Spot. Ja. Wenn wir mal im Randbereich reingucken, sieht man noch diese Tiefen. Okay, wir machen mal kurz einen Two-Step und schauen mal, wie das dann aussieht. Max-Cut, grünes Safe-Shield-Pad, beste Kombi. Bei unserem Lack mache ich mir keine Gedanken. Hier schauen wir mal drauf, wie es reagiert. Für einen klaren Durchblick brauchen wir ein Lämpchen. Boah, das ist wieder richtig weicher Lack. Da sieht man so wieder die Materialunterschiede. Hier Max-Cut auf jeden Fall echt gut. Gut, schauen wir uns mal an. Ja, das ist es immer mit den Testspots. Aber schaut mal, Max-Cut. Klar, wir haben ein bisschen Haze drin. Wir kriegen aber sofort diese ganzen Schleifkringe, die hier reingezaubert wurden, raus. Ja, da nochmal einen Finishgang nach. Dann schmeckt das auf jeden Fall an den Bauteilen. Hier, schaut mal, in den Testspot rein. Man sieht, dass man hier wirklich ordentlich Haze reinmacht, leichte Kringe reinmacht. Aber auch hier werden wir definitiv einmal Max-Cut vorfahren. Anhang dann Perfect Finish, weil nur Perfect Finish, das ist definitiv zu wenig. Da wartet doch ein bisschen mehr Arbeit als gedacht auf uns. Wir müssen hier auf jeden Fall mehrstufig polieren. Auch immer darauf achten, wenn wir verschiedene Materialien haben, dass wir da ein bisschen mit Bedacht rangehen. Schreibt es mal in die Kommentare, ist das hier original Gelcoat drauf? Ist das 2K Unilack oder sonstiges? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Die Motorhaube ist hier nachlackiert. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht
vielleicht ein grober Reiniger rübergewandert ist, weil wir haben hier richtig Längskratzer auch drin, ob es zu weich war beim Tuch abwischen oder sonstiges. Schauen wir uns an, auf jeden Fall beim Polieren. Testboard haben wir jetzt schon festgestellt, wenn wir mit dem X-Card raufgehen, machen wir auf jeden Fall ordentlich Kringel rein. Wir müssen den mehrstufig polieren, um die Kratzer rauszubekommen, aber auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig hier rangehen und hoffen, dass der Lacker uns genug auf der Front draufgelassen hat. Seitenteile, wie gesagt, und Co., das macht sich echt gut. Da schreibt es mal in die Kommentare, welches Material das ist. Ansonsten der Rest ist Folie, müssen wir sowieso alles ein bisschen extra behandeln. Warum, zeige ich euch mal kurz. Gerade hier müssen wir nämlich aufpassen, dass wir an diesen ganzen Kanten hier nicht nachher überall Politur reinschmieren. Sieht dann auch schlimmer aus, als es ist. Das muss natürlich alles sorgfältig abgeklebt werden. Aber Folie ist sowieso nochmal ein Sonderthema. Nicht nur Folie ist ein Sonderthema, auch Beschichtung ist ein Sonderthema. Darauf gehen wir in diesem Video ein. Bevor wir jetzt irgendwas starten, muss ich schon mal sagen, Jackpot, das war den kleinen Dragon hier. Ich wollte schon sagen, beste Pferd im Stall, also das ist der beste Drache im Stall. Dabei haben, weil gerade für solche Sachen hier, wo wir mal das Kennzeichen abgemacht haben und Co., da können wir jetzt richtig schön punktuell das Ganze uns durchspotten. Schönes 50-50, genauso wie hier mit diesen Insekten. Müssen natürlich alle raus. Kunde hat das Fahrzeug einmal vorgewaschen, aber hier und da sind immer noch ein paar Ecken dran. Ihr seht es auch mit den Insekten und Co. Da kann der Kollege hier auf jeden Fall uns tatkräftig jetzt unterstützen. Das werden wir jetzt auch machen. Das Ganze einmal vordampfen. Nächste Problem ist, hat man irgendwo ein Sandkörtchen dazwischen, poliert drüber. Dann wissen wir alle, was passiert. Dann macht man keinen Glanz, dann macht man noch mehr Kratzereien. Das wollen wir vermeiden. Deswegen dampfen wir den hier einmal fix durch. Wir pulverisieren sie. Wie war das? Luftfeuchtigkeit war doch gut für Coating, oder? Jetzt mal ohne Jux und Dallerei. Das Ding sehe ich aber mal richtig im Campingbetrieb, meine Lieben. Geil, mehr kann ich dazu nicht sagen. Bup, 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 bup. Wunderbar. Ist hier so ziemlich düster in der Ecke. Pudding. Wunderbar. Die mobile Druckluft. Tja, Dampfer hat wirklich mehr als gut geklappt. Gerade für den Einsatz perfekt. Jeder, der ein Wohnmobil hat, meiner Meinung nach muss er sich so ein Ding zulegen, egal ob Innenbereich oder außen nachher, um diese ganzen Kalkstreifen zu entfernen. Ist man mobil auf dem Campingplatz, hat man eh den Landstromanschluss, kann man das Ding wirklich perfekt nutzen. Ist natürlich wie immer für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ritzenkanten alle ausgepustet, Front komplett soweit clean, Regenstreifen entfernt, Staub ist komplett runter. Jetzt fragt man sich, okay, wenn das Wetter nicht ganz so gut ist jetzt wie jetzt, Feuchtigkeit entsteht trotzdem, auch wenn wir mit Trockendampf arbeiten. Wie kriege ich das trocken? Kein Kompressor hier vor Ort. Deswegen Chemical Works Dryer hier mit am Start. Ihr habt schon gesehen, ich puste jetzt alle Kanten nochmal nach. Und dann können wir endlich ran an den Lack, wenn ich mir das hier so angucke. Oh. Die Mutter habe ich schon ein bisschen Respekt vor, muss ich sagen, weil hier sind wirklich tiefe, längliche Kratzer drin. Ich hoffe, der Lacker hat hier genug Klarlack aufgelassen. Schöner Kabelsalat, Herr Bartz, ey. Voll schöne Arbeitsplatte, weil ich komplett am Verzweifeln bin. Und wenn das nicht reicht. Na gut, Scan-Grip auf. Ab geht's. Trepp auf, Trepp ab. Sportlich sind Wohnmobil, gerade die oben liegenden Flächen. Gut, ihr kennt das Lämpchen. Schauen wir uns mal an, was aus dem Lack geworden ist. Und ist noch nicht ganz rum, aber schaut euch mal diesen Glanz an vom Spiegel her. Gerade oben auch die Fläche, die spiegelt sich jetzt überhaupt erstmal wieder, weil das sah echt relativ matt aus, genauso wie die Seite hier. Ihr habt gesehen, wie hier vorher poliert wurde. Wie gesagt, ihr könnt auch mit Polieren Schaden anrichten. Jetzt schauen wir uns mal die Front an. Hier und da sind noch ein paar tiefere Kratzer drin, aber hier muss man echt sagen, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Auf jeden Fall waren hier so eine tiefen Längskratzer drin und ich kann das Material nicht messen, da ich dann irgendwann echt Respekt, ist noch genug Klarlack drauf oder nicht. Aber denk mal, so passt das Ganze. Was auch immer extrem viel ausmacht, sind diese Chromteile, wenn die nachher alle schön sauber auspoliert sind. Klar, das muss man ganz händisch machen nachher. Ansonsten hier unten sieht man es schon, das GFK oder der Gelcode, wie auch immer, der sieht auch fresh wieder aus. Wie gesagt, man muss immer sagen, es ist kein Lack. Also geht es von der Spiegelung her so oder so nicht. Da braucht er nicht versuchen, irgendwelche Wunder zu bewegen. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass man hier einen klaren Punkt hinbekommt. Das haben wir, denke ich, mal hinbekommen. Die ganzen Sachen sind auch alle soweit poliert und vor allen Dingen auch die Insekten soweit entfernt. Und hier kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Das ist die Folie. Ja, und hier sieht man es, die ist jetzt auch einmal komplett poliert. Haben wir ein bisschen anders gemacht, weil hier haben wir diese ganzen Kanten. Geht da nicht mit extremer Cuttingpaste rüber, weil alles, was sich nachher hier drin sammelt, wird später weiß und macht hässliche Flecken. Deswegen sind wir hier mit einem Ultrasoft-Patch langsam langgewandert. Perfect Finish. Und ich denke mal, das kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Heckbereich. Schaut euch an. Der spiegelt echt
wieder gut. Gerade oben in der Neonröhre, die hat man vorher gar nicht so wahrgenommen. Na, sieht auf jeden Fall auch schön fresh aus. Hier haben wir genau dasselbe Spiel. Diesen ganzen Haze raus, diese ganzen Hologramme hier komplett rausgenommen. Poliermäßig bin ich da echt zufrieden. Auch die Folie ist einfach wieder richtig schön tief grau. Hier war auch schon so ein bisschen verkreidet und vor allen Dingen haben wir hier auch Kalkflecken ringsherum gehabt. Von daher mussten wir das Ganze eh polieren, den ganzen Kalk so mal drunter polieren. Aber ich denke mal so, ja, schmeckt das erstmal vom Polieren her. Ich denke mal, ein deutliches Vorher-Nachher ist hier auf jeden Fall schon zu erkennen. Was wir schon gemacht haben, sind die Glasoberflächen. Die wurden hier beschichtet in dem kompletten Frontbereich, was auch wirklich Glas ist. Die Seitenscheiben mit diesem Acrylglas haben so eine spezielle Folie drauf. Und da habe ich echt schon ein bisschen Respekt gehabt, das Ganze zu polieren. Allerdings waren hier auch ein paar Kalkflecken drauf. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn man hier das falsche Coating aufträgt. Deswegen lassen wir das Ganze. Das ist Folie. Apropos Folie. Beim letzten Wohnmobil haben wir das komplette Wohnmobil-Keramik beschichtet. Also Front, Seiten, Heck, alles pipapo. Diesmal werden wir es auf dem Heckbereich und auf die Front belassen. Front ist dem Kunden auf jeden Fall wichtig. Na, da geht es einfach darum, dass diese ganzen Insektenanhaftungen und Co. da wirklich easy runtergehen. Ihr könnt es euch denken, gerade wenn man Sommerurlaub fährt. Ihr kennt das Spiel. Wir haben ein Video dazu gemacht, wenn man am Gardasee zum Beispiel ankommt. Da sind ein paar Kilometer und dann hat man hier vorne einen Friedhof drauf und der muss natürlich so schnell wie möglich entfernt werden, damit sich das Ganze nicht einfrisst. Und das soll natürlich so leicht wie möglich gehen und dauerhaft gehen und da macht sich eine Keramikbeschichtung natürlich optimal. Deswegen, der komplette Frontbereich wird keramisch beschichtet. Die Seiten genau ab hier, also wir gehen genau bis hier, weil hier haben wir nämlich diesen Materialwechsel auf Folie. Und da hat der Besitzer gesagt, da hat die Keramik allerdings nicht so perfekt performt. Es sind immer Untergründe, wo die Anbindung natürlich manchmal besser ist und manchmal schlechter ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht auf manchen Folien dann nicht so gut hält. Von daher hat er gesagt, komm, wir belassen es dabei, wir machen Front und Heck. Dann haben wir, wie gesagt, diesen Gelcoat, wir haben Lack. Und was wir auch machen, schaut es euch mal an, der Griff, der sieht noch relativ glänzend aus, wenn wir da runtergehen. Der ist hier schon so richtig matt. Also sprich, alle Griffe werden hier auf jeden Fall auch keramisch beschichtet. Gerade diese Kunststoffteile, nachher wirklich tiefschwarz, hat den UV-Schutz und bleibt tiefschwarz. Dass man die Seiten beschichten kann, steht völlig außer Frage. Allerdings denke ich, ist der Kunde hier besser bedient, wenn wir hier wirklich auf die Seite dann Polymer machen. Also sprich, da kommt SSW oben drauf. Nächste Problem sind halt immer diese Klimaanlagenstreifen, die runterlaufen. Und wir kennen das Problem mit Kalk und Keramik. Sprich, da muss man dann nachher trotzdem hinterher sein. Es lässt sich natürlich deutlich leichter entfernen, aber wenn es nachher da eingefressen ist, ist es eingefressen. Deswegen, Kunde ist König, die Front wird keramisch beschichtet, sehe ich auch vollkommen ein, da hat man den absoluten Nutzen. Die Seiten, die werden dann hier einmal auf diesen kompletten Folien Polymer bekommen. Kunststoffteile bekommen dann quasi auch die Keramik, dass die einfach richtig schön farbstabil bleiben. Apropos farbstabil, ihr seht da oben dieses Karthago-Zeichen. Und da sagt der Kunde auch selber, auf dem Campingplatz war da so ein Markenzeichen, dass das wirklich noch kirschrot war, dieser Sticker. Und bei den anderen war er schon ausgekreidet. Also sprich, ihr habt da auch den optimalen UV-Schutz. Ein wichtiger Punkt ist auch der, wenn ich mich als Kunde dafür entscheide, die Front beschichten zu lassen, um Ruhe vor Insekten und Co. zu haben und den Heckbereich, wo der ganze Traffic-Film hochschießt, den leicht reinigen zu können und die Seiten auslasse, habe ich natürlich was deutlich weniger Materialverbrauch. Und das schlägt sich natürlich auch auf den Gesamtpreis nachher der Aufbereitung nieder. Deswegen ist das natürlich auch verständlich, wenn der Kunde sagt, hey, Frontbereich ist für mich wichtig, Heckbereich ist, haben wir gemeinsam gesprochen, ist meiner Meinung nach auch wichtig, Seiten sind Folien, wenn man das Ganze so nachbehandelt, hat man da, denke ich, Freude dran. Wie gesagt, wir müssen uns jetzt hier systematisch durchkämpfen, auf jeden Fall fangen wir an mit der Keramikbeschichtung, aus welchem Grund, wir müssen natürlich erstmal unsere Front hier entfetten, Heckbereich entfetten, da dürfen keine irgendwelche Sprühversiegelungen oder Trennungsmittel dazwischen sein, sprich, das wird sorgfältig entfettet, dann wird das beschichtet und wenn wir nämlich die Seiten dann mit Polymer machen, SSW, das ist Sprühversiegelung, kommt man da ein Mühe nachher auf die Teile, die man beschichten möchte, ja, hat man da natürlich eine Trennschicht und die wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen erst Frontbereich. Oben müssen wir das Ganze auf jeden Fall uns ein bisschen halbieren, ein bisschen teilen. Das wird ein bisschen Hochseilartistik, denn ihr müsst immer dran denken, ihr habt nicht so viel Zeit, um das Ganze auszupolieren. Da müssen wir auch mal ein bisschen gucken, wie die Sonne hier man hat. Deswegen machen wir ein bisschen Druck jetzt hier, fangen an, Motorhaube oben, den Gaubenbereich. Dann geht es hier an die Seite, wo die Sonne schon drauf scheint. Dann wandern wir uns rum, machen den Heckbereich fertig, die Kunststoffteile mit Coating auf jeden Fall und den Rest machen wir dann mit SSW zum Schluss und noch ein bisschen feinarbeiten. Und dann werden wir das hier schon durchziehen. In diesem Sinne, legen wir los. Ringsrum wird hier noch geackert und Rasen gemäht.
Allerdings, der Bartz macht jetzt Feierabend. Vorher, nachher kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wohnmobil ist komplett fertig. Ihr habt den Ausgangszustand gesehen und man hat wieder gesehen, wenn man falsch poliert, kann man nachher wirklich mehr Schaden verursachen, als man eigentlich Nutzen macht. Vorher sah er echt relativ matt aus, auch wie eine Disco-Kugel in der Sonne. Wenn man da rotativ poliert mit Fellen, dann hat man da wirklich diese ganzen Hologramme drin. Sieht nicht schön aus. Jetzt, denke ich mal, passt das Ganze. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Glanz und wir haben auf jeden Fall den optimalen Schutz. Wie gesagt, hier auf den Kunden so zugeschnitten, wie er es haben möchte. Er möchte nachher wirklich auf der Front Ruhe haben mit den Insekten. Hat er jetzt definitiv, genauso wie die UV-Beständigkeit und wie gesagt den dauerhaften Abwehreffekt. Frontscheiben, wie gesagt, auch beschichtet. Ist natürlich auch ein Sicherheitsfaktor auf der Autobahn, dass man da freie Sicht hat. Seiten, wie gesagt, kann man auch keramisch beschichten, wenn man auf die Folien Wert legt und Co. Wir haben uns für den Heckbereich noch entschieden zusammen, weil da schießt, wie gesagt, der Traffic-Film noch hoch. Letztendlich kann man da alles individualisieren, wie man möchte, wie ihr das möchtet. Wichtig ist nur, wenn wir das wirklich jetzt machen sollen, dann geht es halt wirklich nur mobil. In dem Fall passt, die Entfernung ist nicht ganz so weit. Hier ist die Location optimal, deswegen haben wir hier schon mal ein Wohnmobil gemacht. Bei uns, ihr kennt die Größenverhältnisse, da passt das nicht von der Höhe rein. Aber möglich ist alles, Boote und Co. kann man natürlich auch alles irgendwie mobil machen. In diesem Sinne, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da, falls Fragen sind, haut sie unten in die Kommentare. Produkte, Rabatt kurz natürlich wie immer für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Der Dampfer, da kann man nur sagen, der hat sich hier wirklich optimal geschlagen. Auch jeder, der ein Wohnmobil besitzt, der sollte darüber nachdenken. In diesem Sinne, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.